Also jetzt sind wir im Val Fex, das ist ein sehr abgelegenes Seitental vom Engadin. Da wohnt am Ende vom Tal, nämlich da, glaube ich, ein interessanter Künstler, von dem wir gehört haben, dem wir jetzt einen kleinen Besuch abstatten, wenn er da ist. Das ist ja wie auf der Postkarte hier, gell? So ähnlich wie auf deiner Postkarte, oder? Ja. Das ist ein Parkplatz, oder? Würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal. Da ist zumindest schon mal jemand zu Hause. Das ist schon da. Ne? Ja, wunderschön hier. Das schaut nach Gemälde aus. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Herr Sachs? Ja, doch, ja. Wir haben vom Tierarzt gehört, von Ihnen. Ja. Dass da hier hinten im Val Fex ein einsamer Künstler liegt. Ja, das ist richtig. Ja, das, grüß Gott. Ja. Doch, das schauen wir mal vorbei. Ah ja, das ist sehr nett. Ja, ja. Prima. Ja, ich bin gerade draußen am Werken. Aha. Ich verpacke gerade ein paar Bilder, die morgen dann nach Zürich an die Ausstellung gehen. Aha. Und kriege ein bisschen kalte Finger, aber da habe ich mehr Platz hier draußen. Jetzt hat der Tierarzt gesagt, Tuschzeichnungen, aber das sind gar keine Tuschzeichnungen. Ja, ich male viele Tuschen. Aha. Und auch viel Farbbilder. Ja. Also große Farbbilder. Aha. Jetzt muss ich die gerade noch verpacken. Und dann habe ich auch noch ein paar kleine Tuschen, die ich noch verpacken muss, weil morgen muss ich die dann nach Zürich bringen. Ja. Wir sind vom Bayerischen Fernsehen. Ja, freut mich sehr. Ah ja, wunderbar. Was verschlägt Sie denn hier ins Fextal? Ja, eigentlich machen wir so eine Reportage über das Engadin und dann haben wir eben vom Fextal gehört. Toll, sehr und schön. Tierarzt hat gemeint, schaut unbedingt dahinter zum Herrn Sachs. Ja, prima, freut mich sehr. Ja, ja. Es gibt immer wieder Besucher hier, die vorbeikommen. Ja, so. Ist das ein guter Platz für einen Künstler? Ja, eigentlich für mich eigentlich schon, weil die Leute, die das Fextal besuchen, die haben oft auch Interesse für die Bilder, die ich hier male. Ja. Weil irgendwie so der Gemütszustand, der trifft sich irgendwie. Aha. Ja, also die Kraft, die wir hier von den Bergen spüren, diese Kraft, die geht dann auch ein bisschen in die Bilder rein. Mhm. Ja. Und dadurch habe ich also schon Glück gehabt, dass manche Gäste des Fextals sind auch zu meinen Kunden geworden. Die nehmen dann Gemälde mit? Jawohl, die werden gleich ausgeflogen dann. Ja. Manchmal auch nach Deutschland. Aha. Ja. Und warum steht da Kyoto? Dieses Bild, ich war in den letzten Jahren auch immer wieder in Kyoto. Aha. Und das habe ich jetzt in Kyoto gemalt. Ja, ich habe es jetzt schon ein bisschen reingetan, aber wenn Sie einen Blick drauf werfen wollen. Ja. Vielleicht geht es gerade so. Aha. Ja. Das ist die Sonne von Kyoto. Ja, Sonne oder für mich ist es ein bisschen wie ein Sonnenkind. Ja. Das ist ein Kyoto-Bild und das der andere hier, das habe ich dann hier gemacht. Im Fex male ich oft kräftige Farben. Ja? Ja. Also auch viel mit Sonne, weil hier oben das Sonnenlicht ist ja fantastisch. Also wir haben ja im Winter auch wochenlang strahlende Sonne und dieser blaue Himmel und so. Und das geht dann natürlich, diese Kraft geht auch in die Bilder rein. Ja. Ja. Ja, 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 ist ein Bilderbuchhimmel hier, gell? Ja, ist fast zu schön manchmal. Ja. ja. Genau. Wie lange sind Sie schon hier? Seit 7 Jahren arbeite ich jetzt hier und vorher war ich 25 Jahre in Kyoto. Ah, was? Ja. Und dort habe ich eben die Tuschemalerei
erlernt. Aha. Und dann durch die Tuschemalerei kam ich auch dazu, diese spontanen Improvisationen in Farbe zu malen. Ja. Ja, ja. Auch solche Bilder male ich so in einer Sitzung improvisiert, ja? Ja. So quasi. Ja. Schnell. Schnell, relativ schnell, ja. Aha. Ja, in einem Morgen. Wenn der Morgen gekommen ist, dann muss gemalt werden und dann wird gemalt. Ja. Ja, ja, ja. Den muss man abwarten. Ja, doch, ja, ja. Sonst mache ich meine anderen Arbeiten oder dann gehe ich spazieren oder so. Und dann, wenn der innere Impuls da ist, dann in 2-3 Stunden kommt das Bild raus. Es wird dann geboren. Die Geburt geht nicht so lang, aber die Aufbereitung, die innere Aufbereitung, die braucht Zeit für diese Bilder, weil die kommen aus meinem inneren Erleben raus. Mhm. Ja, und das Erleben brauche ich, bevor ich malen kann. Mhm. Ich male nicht einfach was, sondern ich habe ein inneres Erlebnis und aus dem heraus male ich dann spontan. Ja. Und damit erzählen Sie dem Betrachter was? Ja, doch, ja, ja. Wobei die Farbe, die Kraft der Farbe und der Formen ist eigentlich sehr klar. Mhm. Und die empfindet jeder Betrachter. Aber wie er das dann interpretiert, ob er das mehr figürlich oder psychologisch interpretiert oder so, das ist jedem überlassen, ja. Muss man es überhaupt interpretieren oder darf man es einfach schön finden? Sie haben recht. Eigentlich sollte man es gar nicht interpretieren, sondern einfach wie ein Stück Musik auch auf sich einwirken lassen. Mhm. Aber man denkt ja doch auch ein bisschen darüber nach. Und da, glaube ich, hat jeder seine eigene Interpretation, die er dann am besten wieder vergisst und nur die Farben und die Formen auf sich wirken lässt. Ja? Mhm. Weil das ist es, was dann eigentlich die... Ja, meine Bilder, glaube ich, haben viel mit Kraft zu tun, mit Kraft und Licht. Und das hat viel mit dem Fextal zu tun, warum ich mich hier wohlfühle. Ja. Ja, weil hier habe ich Kraft und Licht und elementare Natur. Aha. Und diese spüre ich auch in mir selber. Und daraus entstehen dann die Bilder. So quasi. Was sind Sie denn, Schweizer? Ja, ich bin in Basel aufgewachsen. Aha. Ja. Habe aber längere Zeit auch in Deutschland gelebt, in Berlin, in München. Und was haben Sie in Kyoto getrieben? Ja, gemalt. In Kyoto war dann schon meine... Ich habe erst mit 28 angefangen zu malen. Mhm. Und in Kyoto habe ich eben dann die Tuschemalerei erlernt. Deswegen nach Japan? Nein, nicht direkt, sondern eigentlich die ganze fernöstliche Kultur, die Lebensweise, die religiöse Tradition, die ganze Psyche der Japaner, die ja auch sehr... anders und manchmal rätselhaft ist. Ja? Mhm. Und in diesem ganzen Ambiente habe ich mich sehr wohl gefühlt und habe unglaublich viel gelernt. Und das hat mich dann auch künstlerisch auf die Tuschemalerei gebracht. Mhm. Und durch die Tuschemalerei habe ich die spontane Pinselbewegung, das war eigentlich das, was mich künstlerisch Flücke gemacht hat, möchte ich sagen, so quasi. Ja. 25 Jahre ist ein halbes Leben. Ja, da heiratet man, dann hat man 2 Kinder, da macht man viele Ausstellungen, hat viele Freunde und so weiter. Und dann irgendwann musste ich doch wieder nach Europa. Vor allem, weil diese Art von Kunst ja doch wesentlich im deutschsprachigen Raum Europas beheimatet ist. Mhm. Das heißt, Bilder, die für die individuelle Psyche etwas bedeuten, werden in der Schweiz und in Deutschland und so weiter am meisten geschätzt, glaube ich. Und da habe ich auch meine Sammler, die sich dafür interessieren. Ja. Und in dem Sinn fühle ich mich im Fextal sehr wohl, weil viele Leute, die hierher kommen, um zu spazieren oder zu meditieren, die haben auch Verständnis für solche Kunst. Aha. Und so habe ich schon manche Freunde kennengelernt hier. Ja. Also Sie haben in Japan dann auch als Maler gelebt? Ja, und ich habe aber auch Sprachunterricht gegeben, weil damit kann man sich den Lebensunterhalt besser finanzieren als mit Malen. Ja. Ja, also die Japaner, die wollen eher Fremdsprachen lernen, als dass sie
solche Bilder kaufen wollen, weil dann haben sie auch keine Wände, wo sie die hängen können und so weiter. Also ich habe dann eher Tuschemalereien verkauft. Ach so, drüben, weil diese Papierwände haben, oder? Ja, Papierwände oder jetzt in den modernen Häusern ist einfach alles sehr eng. Mhm. Und dann mit Fernseher und Stereo und allem vollgepfropft, da ist nicht mehr viel Platz für ein größeres Bild. Ja, also das ist nun mal so. Ja. Ja. Und das funktioniert so ohne weiteres, wenn man jetzt 25 Jahre in Japan verbracht hat, dass man dann wieder hier Fuß fasst? Ja, für mich, die Natur ist eine Verbindung. Ja, die Elemente der Natur, also die Berge, der Wasserfall, der jetzt im Winter da gefroren ist, da drüben. Ja. Ja, dann der Tremoja, der ja fast ein kleiner Mount Fuji ist. Ja, wunderbar in seiner Proportion. Also diese Sachen, die sind ja auch in der fernöstlichen Tuschemalerei präsent. Mhm. Und so fühle ich mich seelisch hier sehr verbunden, also wie auch in Japan. Und kulturell bin ich natürlich, ja, ich bin Europäer, obwohl ich jetzt ein halbes Leben in Japan verbracht habe. Mhm. Ich bin ein asiatisch angereicherter Europäer, aber ich kann meine Wurzeln natürlich nicht verleugnen. Und ich schätze ja die europäische Kultur auch sehr hoch. Ja. Sei das Musik, sei das, ich denke an Celi Bidacke zum Beispiel, der in München war. Ja. Also die Musik, die Malerei, die Architektur, die Landschaften allein in der Schweiz ist ja ein unglaublicher Reichtum. Mhm.